Der böse, böse Balthasar hat da wieder seine Fingerchen im Spiel gehabt. Oh, er steht einfach mal hier komplett in Flammen. Aber ihm macht's gar nichts aus. Er kämpft hart weiter. Und da kommen noch mehr Truppen, die nun darauf warten, von uns gekillt zu werden. Alter, mein Damage ist einfach mal zu krass. Nächster, mein Freund. Und da rennt sie wieder weg, die feige Sau. Was für Freunde. Ach so, ja, die Hundi-Lines, die habe ich ganz vergessen. Das sind wohl ihre besten Freunde. Ey, greift mich an, ihr hässlichen Viecher. Shit, nein. Alter, 15 Stacks Blutung, was geht denn ab? Ey, sag jetzt nicht, ich verrecke. Alter, ich konnte gerade nicht angreifen. Was war da los? Sprecht mit Hazza und Axim. Axim. Geiler Name. Sind Sie weg? Vielen Dank. Ich muss durch dieses Tor. Oh, wenn es offen ist, muss sie es beim Hindurchpreschen zerstört haben. Ich kann ein paar Leute zusammenkratzen, um das Tor aufzubekommen. Aber ihr müsst uns helfen. Die Stadt brennt lichterloh. Natürlich, aber vielleicht solltet ihr euch lieber im Hintergrund halten. Ja, bitte, Axim. Euer Bein sieht wirklich übel aus. Ich kann doch nicht einfach hier rumsitzen. Ist schon in Ordnung, wir kümmern uns drum. Ihr helft am besten, indem ihr mir helft. Gut, gut. Nur lasst bitte nicht das ganze Dorf niederbrennen. Helft den Überlebenden. Die Raptoren werden euch zu allen bringen, die etwas weiter entfernt sind. Verstanden. Und ihr? Mir geht es gut. Ich bleibe bei meinem Bruder. In Ordnung. Ruft einfach, wenn ihr irgendwas braucht. Kommandeur, ich habe da etwas, das gegen diese Brände helfen könnte. Hier, nehmt das. Ihr habt einen Feuerlöscher dabei? Ein Feuerlöschi. Ja, hier Spritz, Spritz. Gesagt, wir sollten nicht unversichert reisen. In your face. Jo. Dann wollen wir mal das Dorf hier von seinen Flammen befreien. Und hier kommt jetzt übrigens der Part, wo wir dann unser erstes Mount haben dürfen. Da bin ich gerade sogar schon vorbeigelaufen. Tada! Unser erster Trainingsraptor. Raptor. Hui. Yeah! Super geil. In your face. Und nicht nur das. Nicht nur das, meine Damen und Herren. Es kann nicht nur laufen, sondern es kann auch angreifen. Aber nur einmal. Und dann ist es weg. Naja. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass die Mounts hier wenigstens noch so ihre Spezialfähigkeiten haben. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wie es bei den anderen aussieht, weil ich die noch nicht hatte, die Mounts, aber es soll halt wirklich
für jedes Mount immer so eine Spezialfähigkeit geben. Und mit dem hier ist es halt dieser Schwanzwirbel. Ja. Aber den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Wir müssen erstmal hier wieder ein paar Flammen reinigen. Oder Flammen löschen. So, jetzt brauchen wir dich aber wieder. Und zwar müssen wir da oben drauf. Und das schaffen wir am besten, indem wir da jetzt so raufhüpfen. Hüpf. Okay, das war ein bisschen zu schwach. Hüpf. Mann. Wieso geht das nicht? Naja, dann brauchen wir vielleicht hier noch einen kleinen Höhenstieg. So. Perfekt. Man muss sich nur zu helfen wissen. Platsch, platsch. Und natürlich ein paar Dorfbewohner wiederbeleben. Gut, dass ihr gekommen seid. Die Kavaliere von Amnun können uns nicht vor den Geschmiedeten beschützen. Ich weiß, ich weiß. Dafür bin ich bekannt. Also ich muss auch wirklich ehrlich sagen, die Leute von Arnold haben sich doch wirklich Mühe gegeben, was jetzt so die Umsetzung von dem Addon Nightfall zu diesem Addon jetzt hier also angeht. Also da haben die sich wirklich Mühe gegeben bei der Umsetzung. Also ich finde die Dorfbewohner und alles, das sieht wirklich alles wie im ersten Teil aus. Die Häuser, die Baustruktur. Also das sieht alles wirklich sehr realistisch aus. Und ja. So, sorry, da konnte ich gerade nichts sagen. Danke. Bitte, bitte. Und da haben wir schon den nächsten Raptor wieder. Ah, komm, hier den einen Verbündeten noch wiederbeleben. So, da haben wir auch noch einen. Und das Feuer hier noch weg. Zack. Ne. Dann ja, gehen wir mal hier rauf. Danke. Fehlt uns ja doch nicht mehr viel. So, das hier auch noch weg. Und das hier. Ich brauche Energie. Und das hier. So, wo haben wir jetzt noch was? Zum Retten. Jo. Okay, da hoch müssen wir. Natürlich hat das nicht gereicht. Ist mir schon beim letzten Mal passiert, als ich hier war. Zack,
jetzt aber. Danke. Und dich noch retten und dann haben wir es auch geschafft. Ich wollte schon sagen. Bekommen wir jetzt nochmal einen Erfolg? Okay, also habe ich wahrscheinlich beim letzten Mal immer Schaden bekommen durchs Feuer. Okay. Coole Sache auf jeden Fall, dass wir da noch einen Erfolg mit ergattert haben. Und guck mal an. Kommen noch ein paar andere Raptoren. Wollen zu ihren Freunden. Ja, sind schon irgendwie. Irgendwie niedlich, aber auch. Ja, brutal zugleich. Diese. Ja, netten Viecher. Es sieht so aus, als würde der Raptor euch mögen. Behaltet ihn, für eure Hilfe. Seid ihr sicher? Ein Raptor weniger ist das geringste unserer Probleme. Danke. Er wird euch helfen, schneller voranzukommen. Ihr werdet ihn brauchen. Das Minentor funktioniert wieder. Geht hindurch, es führt euch nach Amnun. Und Fremdling, bitte nehmt Rache für diese Tragödie, für uns. Mache ich. Er ist klar und diskret. Naja. Betrete das Bergwerk. Holt den Wagen. Wir begraben sie im Morgengrauen. Nein, die Arme. Ach, bin ich froh, euch zu sehen. Ich stecke hier drin fest mit diesen Dingern. Wir müssen weglaufen. Darf ich raufklettern? Ich bin nicht in der Stimmung zum Weglaufen. Wie wär's, wenn ich sie stattdessen für euch erledige? Die alle? Geht einfach da lang zurück. Das Tor funktioniert jetzt wieder. Na gut, aber lasst zumindest euer Tier den ersten Schlag führen, wenn ihr schon kämpfen müsst. Aber na klar doch. Und Superjump. Na gut, das war jetzt nicht so perfekt. Aber immerhin. So, dich machen wir mal so platt. Eigentlich schon ein bisschen unnötig bei diesen kleinen ja, Spinnen, die man eigentlich one-hitten kann, da unser Reittier einzusetzen, aber ja, egal. So, ah, er läuft doch nicht weg, kleine Spinni. Putz. So, jetzt bist du noch dran hier. Du ekelhaftes Vieh. Jump. Bei den sechs. Wer seid ihr? Ein Fremdling? Ja, von der anderen Seite des Meers des Leids. Ich bin hier, um Balthasar aufzuhalten. Ja, klar. Bin ich auch. Ihr meint das ernst? Dann ahai und herzlich willkommen. Das wäre mal eine sehr willkommene Heldentat. Habt ihr seine Heroldin gesehen? Diese gepanzerte Frau? Ist hier nicht vorbeigekommen. Keine Spur von ihr. Versucht es mal in Amnun. Da gehen viele Leute hin. Nehmt einfach die Straße nach Süden. Dann könnt ihr es nicht verfehlen. Werde ich machen. Mal sehen, ob ich da Hilfe finde. Mal sehen. So, und wo sind wir jetzt hier? McKelle-Klippen.
Ja, also immer noch ziemlich am Anfang von der Kristallwüste. Ich weiß gar nicht wie. Ich glaube fünf neue Gebiete sind dazu gekommen. Drei. Ja, ich glaube fünf Gebiete sind's. Und laut Arnett sollen es wirklich sehr, sehr große Gebiete sein. Also irgendwie das Doppelte von der Größe, was man sonst von den Karten hier kennt. Also schon geil so. Und vor allem auch dann wirklich hilfreich, dass mit den, also dass man dann hier wirklich reiten kann. Weil, ja klar, es gibt Wegmarken hier in Guild Wars, was wirklich das Bewegen in der Welt so ein bisschen erleichtert, aber Reittiere sind schon schon was Feines. Machen einen wirklich so das Bewegen in der Welt viel, viel angenehmer. Hören könnt. Ich versuche euch später noch mal zu erreichen. Wiederhole, ich versuche euch später noch mal zu erreichen. Hallo? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass halt! Ihr das gehört Was habt. Führt euch nach Amun? Falls ihr es nicht bemerkt haben solltet, da probiert gerade eine ganze Horde von Leuten reinzukommen. Ich habe gehört, eine Gruppe aus Götterfeld sei hier. Ich muss dringend mit ihnen reden. Außerdem wurde ein Dorf nördlich von hier angegriffen. Meine Leute versuchen, den Überlebenden zu helfen, aber sie könnten die Unterstützung von Amnun gebrauchen. Wartet hier, ich kläre das mit dem Rat. Hauptmann Rahim, ich verbürge mich für den Kommandeur. Dies ist der Anführer der Gilde, von der ich euch erzählt habe. Das ist mal ein willkommener Anblick. Ist das der Drachenbezwinger? Naja, nicht ganz alleine, aber ja. Der Kommandeur hat ein oder zwei erledigt. Redlock! Was? Cass, seid ihr wegen der Königin hier? Korrekt. Eine Sekunde. Hauptmann, darf der Kommandeur passieren? Ja. Ahai, Kommandeur. Begrüßt eure Freunde in Ruhe. Dann kommt zu mir in die Kavalierdienststelle. Wir sollten uns mal unterhalten. Tadam. Und eine nette Belohnung bekommen. Ach Mensch, Ridlock, die alte Socke ist wieder da und Kaschmir. Zwei Gesichter, die man auf jeden Fall schon lange kennt aus der Living Story. Und ja, reden wir einfach mal mit dem ja, mit denen. Es ist schön, euch zu sehen. Und eure Augen. Schon gut, schon gut. Versucht euch nicht gleich zu verlieben. Was ist mit eurer Augenbinde passiert? Sie hat mir kurzfristig geholfen, mich zu konzentrieren. Aber ich habe mich an die Stimmen in meinem Kopf gewöhnt. Also ab auf den Müll damit. Nun, ich bin froh, dass ihr hier seid, Tribun. Darf ich euch noch immer so anreden? Ja, alles geklärt. Und? Die Zitadelle wollte einen Bericht über meine Feindfeuermission und die Magie. Wie käme ich dazu, denen eine großartige Geschichte vorzuenthalten? Und? Das ist geheim, Kommandeur. Tut mir leid. Seit unserem Kampf in Maguma haltet ihr mich schon hin. Das ist das letzte Mal, dass ich mich abwimmeln lasse. Ich wünschte, ich hätte meine Augenbinde zur Hand, um euch die Tränchen trocken zu tupfen. Bringen wir jetzt endlich einen Gott um, oder was? Ja, der Riddler hat auf jeden Fall noch seinen Charme behalten. Und dann die Kaschmir noch. Taimi hat versucht, euch zu erreichen, bevor ich aufgebrochen bin. Jetzt verstehe ich, warum sie damit kein Glück hatte. Es war eine spontane Entscheidung. Ich musste herkommen und mir das selbst ansehen. Ihr habt hoffentlich Marjorie darüber zu Rate gezogen, nachdem ihr... Wie ist es euch beiden ergangen seit Rata Novus? Gut. Ganz gut, alles in Ordnung. Könnte besser sein, aber sie erholt sich ja noch. Also... Nun, ich bin froh, dass ihr hier seid. Wir brauchen alle Hilfe, die wir kriegen können. Ich kann nicht glauben, dass einer der Götter, zu denen wir beten, einer der sechs uns einfach aufgegeben hat. Dass wir ihm egal sind, das fühlt sich falsch an. Ihr habt Vertrauen und Hoffnung. Und das respektiere ich.
Aber ich war bei ihm in dem Vulkan. Er war bereit, ganz Tyria in Schutt und Asche fallen zu lassen. Was er Marjorie angetan hat. Ich weiß. Sie hat es mir immer wieder gesagt. Mein Verstand sagt es mir ebenfalls, aber es ist schwer, ein ganzes Leben der Hingabe wegzuwerfen. Ich bin erzogen worden, den Sechsen zu danken. Zu sagen, bei den Sechsen und zu den sechs Göttern zu beten. In Ordnung, Cass. Ich hoffe, ihr habt recht. Und ich hoffe, euch werden die Augen nicht so brutal geöffnet wie mir. Die arme Cass. Ja. Der Rückfall von Marjorie hat ihr wahrscheinlich wirklich sehr, also sie sehr mitgenommen. Und ja, dann gehen wir mal auch schon wieder raus hier aus dieser Instanz und ab in die Kristalloase. Die Kristalloase. Bestimmt ein sehr schöner Ort hier. Ein Dankeschön. Nehmen wir doch gleich mal. Danke, dass ihr uns auf dem Hof geholfen habt. Wir dachten, diese Handschuhe könntet ihr vielleicht brauchen. Sie gehörten unserer Großmutter, aber in letzter Zeit haben sie Staub angesetzt und das ist schade. Es wäre mir lieber, wenn jemand wie ihr sie hätte. Jemand, der sie zu schätzen weiß. Wenn ihr mal in der Region seid und eurem Raptor etwas Auslauf gönnen wollt, könnten die Leute, die sich mit der Flüchtlingskrise beschäftigen, zweifellos Hilfe brauchen. Sie müssten die Handschuhe erkennen und wissen vielleicht etwas mehr über ihre Geschichte. Taza und Askem. Ja, nette Leute. Also diese Handschuhe hatte ich, glaube ich, auf jeden Fall schon freigeschaltet. Müsste ich, glaube ich. Und ja, gerade hat es irgendwie wieder geleckt. Jo. Hey, ein elonisches Lundenschlussgewehr. Okay. Naja, sieht ja jetzt auch nicht so berauscht aus. Das Ganze. Das ist ja besser als die Ausbeute beim Bierrad. Aber auf jeden Fall ja sehr viel Equipment noch und. Ja. Noch ein seltenes Item. Ich habe anscheinend echt Glück hier mit dem Char. Mit meinen anderen Char habe ich irgendwie gar nicht so eine Sache rausbekommen. Gut, dann gucken wir uns doch mal hier diese schöne Stadt an. Stattet Hauptmann Rahim in der Kavalierdienststelle von Amnun einen Besuch ab. Ja, und das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese erste Folge gefallen. Und ja, seid gespannt, wie es dann weitergeht hier in der Kristallwüste zu dem neuen Addon Pass of Fire. Bis dann, haut rein. Oh, geht leider nicht.